Wir sind hier jetzt in einem Weizenversuch in Fuchsenbiegl im Machfeld und ich möchte Ihnen ein heuer relativ brisantes Problem zeigen. Und zwar, das ist der Gelbrost. Wenn wir hier auf die Pflanze schauen, sieht man relativ schön die Pusteln. Hier sieht man die Sporen. Die sind so streifenartig angeordnet, vorne an der Spitze ein bisschen und da hier. Man sieht, hier ist der Beginn einer Infektion, da sieht man erst ganz wenig. Also hier nur ein kleiner Streifen. Und dann kann es eben so sein, dass das ganze Platz dann schlussendlich befallen ist. Also in der österreichischen Wertprüfung stellen wir das fest, die Anfälligkeit der verschiedenen Sorten gegenüber diesem Pilz. Das sieht man da auf sehr vielen Blättern. Und man sieht es da auch. Und das war heuer ein relativ großes Problem hier im Osten von Österreich bisher. Und wir haben festgestellt, dass es auch Rassenverschiebungen gegeben hat im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Also wir haben hier einen Versuch mit 9 Sorten, in zweifacher Wiederholung. Und das sind alles EU-Sorten, die in Österreich nicht auf der Sortenliste stehen, aber irgendwo in der EU gelistet sind. Und das sind alles Zeigerpflanzen für die verschiedenen Gelbrostrassen, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Und man sieht, manche sind jetzt noch sehr anfällig und andere haben eigentlich fast kein einziges Pustel mehr, sind sozusagen inzwischen gesund worden. Also hier in dieser Grafik sieht man, dass sich die verschiedenen Rassen, das sind die verschiedenen Farben, im Laufe der Jahre verändern. Hier im Jahr 2014 waren die vorherrschenden Rassen Warrior und Warrior Minus. Die haben dann im Laufe der Jahre abgenommen. Und jetzt, da war mal kurz die blaue Rasse da, und jetzt sind diese dunkelgrünen die Amboise. Also da sieht man jetzt die Sorte Amboise. Und da sieht man, die ist jetzt im Vergleich zu denen daneben am meisten anfällig für den derzeit vorherrschenden Gelbrost. Also hier sieht man jetzt sehr schön die Sporenlager von Gelbrost. Auf jeden Blättern ist eine Infektion erfolgt. Da ist relativ ziemlich massiv schon. Und wenn es noch weiter voranschreitet, stirbt dann die ganze Blattmasse ab. Manche alte Sorten haben heuer ihre Resistenz eingebüßt. Deswegen ist es total wichtig, immer auf die aktuellen Ergebnisse zu schauen. Wie sind jetzt heuer die Sorten beschrieben? Diese Informationen stehen dann der Landwirtschaft zur Verfügung, damit sie dann beim Herbstanbau bereits wissen, welche Sorten sie auswählen können und welche passend sind für den jeweiligen Betrieb.